Hey Leute, wir sitzen mittlerweile in Griechenland und zwar schon seit 2 oder 3 Tagen. Wir haben die Türkei verlassen und unser Herz blutet. Wir haben die Türkei wirklich nicht gerne verlassen. Wir haben versucht, ein ICAMET zu beantragen. Das ist das Visum für 1 Jahr. Sind aber gescheitert. Ich glaube, es lag einfach daran, dass wir uns viel zu spät darum gekümmert haben. Es war super last minute und organisatorisch hat es einfach nicht mehr hingehauen. Ja, und warum es nicht gepasst hat und was ihr vielleicht da mitnehmen könnt, das wollen wir in diesem Video kurz euch zeigen. So, ja, vielleicht weiß es der eine oder andere schon, der uns auf Instagram verfolgt. Am 31.12. letzten Jahres ist uns ein Geistesblitz gekommen. Und zwar müssten wir eigentlich schon seit 7.1. aus der Türkei draußen sein. Unser Visum ist abgelaufen, das 3-Monats-Visum. Und dann haben wir uns super last minute da reingefuchst. Moritz hat eine Nachtschicht eingelegt und hat die ganzen Anträge für uns ausgefüllt und beantragt, dass wir ein Jahresvisum bekommen. Und heute ist der Tag, wo wir den Termin haben, heute am 18.01. Und wir sind schon ganz gespannt, ob das alles so klappen wird. Ja, eigentlich gibt es für diese Visa-Beantragung auch Agenturen, die das komplett für einen machen. Wir haben aber gedacht, da wir schon so in Zeitdruck waren, machen wir es lieber selber. Ist auch dann am Ende gar kein so ein großes Hexenwerk. Man muss nur ein paar Sachen beachten. Und gerade mit den Kindern ist es doch ein bisschen komplizierter, weil man braucht beglaubigte und apostillierte Geburtsurkunden anscheinend. Das hängt auch immer davon ab, von wo man ist, also aus welchem Land und an wen man im Amt gerät. Manche brauchen es, manche nicht. Wir haben jetzt noch keine dabei, weil die muss man in Deutschland anfertigen lassen und dann hier in der Türkei übersetzen lassen. Wir probieren es jetzt aber erstmal so und schauen einfach mal. Vielleicht klappt es ja und ansonsten müssen wir halt nochmal ins Amt gehen. Ja. So, es ist kurz vor 9, 8:45. Wir sind überpünktlich. Um 9 haben wir Termin. Dann geben wir mal unsere Sachen ab, sind ein bisschen nervös. Sophie sagt, sie fühlt sich wie ein bisschen wie bei Hogwarts. Oder wie war das? Nein, Harry Potter im Ministerium. Okay, sieht ein bisschen so aus anscheinend. Ja, gucken jetzt wir mal. Schauen wir einfach mal, was passiert. Das lief jetzt gar nicht so gut. Sagen wir, es lief scheiße. Es lief scheiße, weil mein Ausweis wurde nicht akzeptiert. Also ich bin hier mit dem normalen Personalausweis eingereist. Und anscheinend ist der nicht für die Beantragung von einem ICAMET gültig. Also man muss auf jeden Fall einen Reisepass haben. Mein Reisepass ist aber noch auf meinen alten Namen ausgestellt. Also steht noch Reiser drauf und nicht Tumann. Und deswegen können sie den nicht einfach so hernehmen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall jetzt in den nächsten 3 Tagen ausreisen. Am besten heute. Am besten heute. Genau. Dann nochmal versuchen einzureisen. Da wir aber schon überzogen haben, kann es sein, sie lassen sich mich nicht mehr in die Türkei rein. Das heißt, dann wären die anderen 3 ohne mich und alleine mit dem Wohnmobil hier in der Türkei. Alternative B ist, wir reisen jetzt alle, fahren heute bis an die Grenze. Und nein, ich darf nicht raus, weil bei mir ist ein, weil sonst komme ich nicht mehr rein. Ah. Weil mein Antrag läuft, es fehlen noch ein paar Dokumente von unserem Host. Die besorgen wir jetzt, dann müssen wir was zahlen und dann bekommen wir diese permanente, für 1 Jahr eben diese Aufenthaltsgenehmigung und die könntest du dann vorweisen, falls du nicht mehr reinkommst ins Land. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt an der Grenze stehst und die sagen, nee, dann kannst du sagen, nee, meine Frau ist da und ich muss die abholen. Dann hast du 15 Tage Zeit, das Land wieder zu verlassen, sollte das nicht klappen. Ja, es ist kompliziert. Wir sperren uns jetzt mal kurz ins Wohnmobil ein und machen ein Extreme Brainstorming, welches der beste Weg ist. Und dann schauen wir weiter. Wir hatten eine ganz schöne Fahrerei. Wir sind dann von Kema zurück zu unserem Host gefahren. Das waren ungefähr 45 Minuten. Haben sie abgeholt. Nee, wir haben uns dann in der Stadt getroffen vor ihrer Bank und da musste sie dann ihre Kontoauszüge besorgen von den letzten 3 Monaten. Es hat ungefähr 1 Stunde gedauert, bis alles ausgedruckt war. Dann sind wir zum nächsten Hafen gefahren, wo ein Zollamt ist. Auf diesem Zollamt haben wir nachgefragt, wie das denn ist mit dem Ausweis, ob wir vielleicht irgendwie kurz mal
rausfahren können aufs Meer. Und oder einfach nur einen Stempel bekommen, einfach, dass wir ausgereist sind und wieder eingereist sind. Ging aber natürlich nicht, also so einfach ist es dann so doch nicht. So einfach ist es nicht, aber zufällig hat dieser Zollbeamte mal 18 Jahre auf dem Amt gearbeitet und ICAMET-Anträge ausgefüllt. Und der hat uns dann eben erzählt, was ist das Problem? Personalausweis? Ja, geht doch. Ihr seid doch aus Deutschland, da kann man doch mit Personalausweis einreisen. Sollte eigentlich auch kein Problem sein beim ICAMET-Antrag. Und dann hatten wir auch schon wieder Hoffnung und haben gedacht, ja, cool, probieren wir vielleicht nochmal in Kema einfach und ja, sind dann nochmal dahin gefahren. Nachdem uns jetzt die Dame von der Hotline vom ICAMET, kann ich ja gar nicht mehr aussprechen, dieses Wort, gesagt hat, dass es überhaupt kein Problem sein sollte, mit dem Personalausweis ein ICAMET beantragen zu können, weil das ist das Normalste auf der Welt, die hat im System nachgeschaut. Wir als Deutsche können auf jeden Fall mit dem Personalausweis eins beantragen. Sind wir nochmal nach Kema gefahren, auf wirklich die letzte Minute, ich glaube 10 Minuten vor Schluss waren wir da, bevor das Büro zugemacht hat und haben eben nochmal gesagt, vielleicht war es ein Verständigungsproblem. Dass wir jetzt eben von 2 Personen gehört haben, dass das kein Problem sein sollte, aber es ist nichts zu machen. Sie wollen, dass das Ganze mit dem Reisepass passiert. Das heißt, Moritz Reisepass hat ja noch den falschen Namen drauf, weil Moritz hat meinen Namen damals angenommen bei der Hochzeit. Also sein Reisepass heißt, ist noch Moritz Reiser. Das passt nicht zusammen mit der ID, also Moritz braucht einen neuen Pass. Wir könnten einen neuen Pass in Antalya beantragen am 21.01. Und es dauert ungefähr 4 Wochen, dann ist der hier und dann ist es kein Problem. Dann können wir das ICAMET beantragen. Bis dahin ist Moritz aber ganz schön lange im Land und muss dementsprechend Strafe zahlen. Und danach müssten wir das ganze 10 Uhr mit der Sophie machen, weil die hat ja momentan noch legal ihre Aufenthaltsgenehmigung hier. Ihr Visum ist noch voll im Gange. Aber wir müssten das Ganze nochmal machen für sie mit dem ICAMET. Das heißt, wir müssten ungefähr 8 Wochen oder noch länger in dieser Region bleiben und wir haben so die Schnauze voll von Kema. Und haben jetzt tatsächlich entschlossen, wir packen unsere Sachen, wir verlassen die Türkei. Wir werden jetzt nochmal zu unseren ganzen Freunden fahren. Ich glaube, da werden ein paar Tränen laufen, weil es jetzt doch sehr plötzlich kommt, dass wir abhauen müssen. Und werden uns noch verabschieden und dann so schnell wie möglich nach Griechenland fahren. Was man noch dazu sagen kann, so ein ICAMET beantragen ist eigentlich kein Hexenwerk. Also bei mir hat es ja problemlos geklappt, beim Jonas auch. Es scheitert nur eben jetzt an dieser ID, also solltet ihr jemals in die Türkei reisen und überlegen, ein Jahr hier zu bleiben, reist mit dem Reisepass ein. Abschließend möchten wir euch jetzt noch eine Liste mitgeben, was ihr alles braucht, um einen ICAMET-Antrag zu beantragen und dass der auch reibungslos abläuft und hoffentlich genehmigt wird. Also angefangen ist natürlich mit dem Antrag an sich. Den müsst ihr online ausfüllen, einreichen und dann bekommt ihr einen Termin vorgegeben. Und an dem findet dann das Ganze gesammelt statt. Also da gebt ihr alle eure Dokumente ab. Also der Antrag ist das Erste. Zweitwichtigste sind Passbilder. Ihr braucht 4 Passbilder und die in einer bestimmten Größe. Die sind, es gibt eine extra ICAMET-Größe. Gibt es auch auf dem Merkblatt, steht genau, wie groß es sein muss. Aber jeder Fotograf weiß auch, um was es da geht. Drittens. Ihr braucht eine Wohnung. Also entweder ihr mietet euch für ein Jahr lang eine Wohnung, in der ihr wohnt. Dann bekommt ihr einen Mietvertrag und dieser Mietvertrag muss beim Notar beglaubigt werden. Oder es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Ihr findet eine türkische Person, die in der Türkei lebt, die für euch bürgt. Das heißt, wenn ihr irgendeinen Mist baut in der Türkei, kommt diese Person für euch auf. Mit dieser Person geht ihr auch zum Notar, lasst das Ganze beglaubigen. Da braucht man einen Auszug aus dem Adressregister. Genau. Und wenn ihr das in der Hand habt, ist es genauso wie entweder Wohnung oder eben Bürge. Von den Bürgen brauchen die auf dem Amt auch einen Nachweis über das Einkommen oder über das Guthaben, was derjenige besitzt. Da ist es nötig, die letzten 3 Monaten, also die letzten 3 Einkommen nachzuweisen oder eben einen gewissen Betrag auf dem Konto zu haben. Genau.
Ebenfalls dazu kommt noch die Krankenversicherung. Manche akzeptieren auch eine ausländische Krankenversicherung, wenn die über den ganzen Zeitraum gilt. Es ist aber meistens besser, wenn man einfach die inländische türkische Krankenversicherung abschließt. Da gibt es verschiedene Anbieter. Ich verlinke euch mal einfach, wo wir das online abgeschlossen haben. Geht innerhalb von 5 Minuten und dann habt ihr das. Das Blöde ist, die Gebühren haben sich jetzt in diesem Jahr einfach mal verfünffacht. Also wir haben noch 150 Lira gezahlt und jetzt sind es 1200, 1400 Lira schon. Also ja, ein ganz schöner Aufschlag. Das gilt aber auch für die fürs IKMET an sich auch schon. Also es ist alles teurer geworden in der Türkei. Wenn ihr Kinder dabei habt, ihr braucht Geburtsurkunden. Aber nicht einfach nur normale Geburtsurkunden, sondern das müssen internationale Geburtsurkunden sein. Bei uns ging es reibungslos mit den internationalen Geburtsurkunden, haben aber jetzt auch schon gehört, dass manche Ämter eine Apostille verlangen. Das heißt, diese internationalen Geburtsurkunden müssen nochmal in Deutschland apostilliert werden. Das geht nicht in der Türkei. Ebenfalls noch wichtig ist, falls nicht beide Elternteile mit in der Türkei sind und zum Beispiel ein Elternteil in Deutschland lebt, dann braucht ihr definitiv eine Beglaubigung oder eine Vollmacht, dass das Kind trotzdem in der Türkei angemeldet werden kann. Und da ist auch eine Apostille notwendig, auf jeden Fall. Das heißt, derjenige muss am besten zu einem Notar gehen, dort eine beglaubigte Unterschrift anfertigen, die dann apostilliert wird vom jeweiligen Regierung, von der Landesregierung oder wie das auch immer heißt. Ja. Genau. Ja. Ja, und zu guter Letzt darf natürlich euer Reisepass nicht fehlen, also das Dokument, mit dem ihr dann das IKMET beantragt. Und da ist wichtig, der muss länger gültig sein wie euer Antragszeitraum. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel bis Ende 23 eure IKMET beantragt, muss der mindestens bis Februar 2024 gültig sein. Genau. Genau. Sonst kann man auch den Antrag online gar nicht ausfüllen, weil das Problem hatten wir mit der Sophie. Ihr Reisepass läuft im Juni aus und da ging dieser IKMET-Antrag gar nicht auszufüllen. Wenn ihr dann alle Unterlagen beisammen habt, druckt alles aus, denn die Beamten wollen alles in Papierform. Und dann sollte das eigentlich kein Problem sein, das Ganze durchzukriegen. Wenn euch unsere Videos gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal, für uns eine ganz große Unterstützung. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann!